So, 24. Juni, kurz nach Mittag, also gleich 12:30. Hier stand noch Wasser beim letzten Mal, ist weggetrocknet. Also kann das was werden jetzt. Papa ist schon los, Matt, ich fahre jetzt hinterher. Ja, wollen wir mal gucken, was das gibt. Ist gut. Hinten war auch gut, habe ich schon nachgeguckt. Ja, darf Amelie auch das erste Mal mit dem Gras. Hat er jetzt Wickelschutz. Soll wohl hinaus. So hat ihm mir das vorgestellt. Tür auf und dann zerren. Oder schwaden. Dafür ist der Trecker ja geil, ne? Kraft genug. Eigentlich können wir auch noch ein bisschen weniger Gas machen. Und wendig und leicht. Ja, da sind zwei Störche, ich weiß nicht, ob man das sieht. Die hängen hier in letzter Zeit immer ab. Ob da was zu bedeuten hat? Wer weiß. Das ist Coverman. Wir warten mal auf den. Mehr nicht den Storch rum. Dafür ist er zu schade. Die sind mutig, die Jungs. Jetzt hat er einen Schutz, den ich da rangefummelt habe. Der hält auch nicht mehr. Verdammt. Naja. Er ist am Man. Ich tue jetzt Zetten. Hier ist die Stück ist ein bisschen weiter weg. Aber die Burschen, die wissen wohl, wo es das gibt. Also dumm sind die nicht. Warum wir so einen breiten Zetter haben, hatte ich glaube ich mal erklärt, um immer 5 Mähschwaden breit zu streuen. Also das haut immer hin mit den 10 Sternen. Wenn man nur das Breitmähwerk hätte, würden 8 Sterne auch reichen. Aber mit Grundmähwerk, das sind ja dann breite Schwaden, Schaden von einer breiteren Arbeitsbreite, dann haut es nicht hin mit 8. Darum haben wir 10 Sterne. Ja, sonst ist hier nicht das allerbeste Gras, da ist viel wolliges Honiggras mit drin. Das ist das, was so lila schimmert und ist auch schon ein bisschen älter, weil wir auch hier, so wie zu Hause nachher auch, nicht früher drauf konnten. Die Befahrbarkeit, die war halt nicht da und ja, darum jetzt erst. Aber es geht alles noch. Hier stand genauso wie zu Hause auch Hochwasser drauf. Aber nicht so lange, so zu Hause irgendwo 5 Wochen und hier so 2 Wochen. Ja. Mal gucken. Ansonsten geht das gut mit dem 36,50. Wie erwartet. Das ist natürlich alles Spiel. Spielen für ihn hier mit dem Heuwender, das passt schon. Ja, mal gucken, ob wir mit diesem Morgen schwaden oder mit dem Großen. Zu Hause ist es noch arg nass. Obwohl der Schwader müsste ihn hier eigentlich auch nicht interessieren. Mal gucken, wie sich der gibt. Ich glaube, ich werde auch nicht alles zetten. Weil da, wo richtig Wasser steht, ist jede Spur, die man fährt, eigentlich zu viel. Und da steht auch nicht so viel Gras wie hier. Wollen wir mal gucken, wie es so wird. Aber ansonsten macht das wohl Spaß. Auch weil er nicht so laut ist jetzt, da kann man schön mit Tür auffahren. Ich mache ihn auch gerne hören. So, fertig das erste Stück, aber wir müssen da noch irgendwas reparieren. Gut, dass ich ja immer Werkzeug dabei habe, ne? Diese blöde, doofe Dinge, ey. Tut er hier nicht einklappen, weil hier geht der Arm, der da drauf liegt, an dem Schaltventil vorbei. So, fertig. Nicht schön, aber was soll's. Und irgendwas klappert hier, muss ich auch noch eben gucken. Weiß jetzt nicht, ich habe nichts gefunden, aber naja. Oh, hier ist schon Zinken ab. 2.
Ja, wenn er dann einen Haufen frisst, dann ist es gewesen, ne? Naja, Mann zum nächsten Stück. Also hier, das ist auch das vorletzte Stück, was ich wenden werde. Hier ist das ja neu angesät, ich weiß nicht, ob man das sieht. Nach dem ersten Schritt neu angesät. Und hier ist es auch schon weich. Und je weiter man dahin kommt, wo Papa am Mähen ist, je weicher wird das. Und je mehr ist das Problem mit den Überfahrten. Also jede Überfahrt ist dann alles zu viel und da sitzt sowieso nicht das, die Menge Gras. Man sieht halt hier so ein bisschen, dass es hier wohl feuchter wird. Und ich merke dann auch am Fahren und so weiter. Also ich habe gerade noch ein bisschen gemäht mit dem 7710, aber der Kunde war bei mir auf dem Trecker, da konnte ich nicht filmen. Aber hier auf dem Heimweg, da sehe ich doch glatt, einer arbeitet auch noch. Das ist Markus und Markus hat ja unsere Maishacke im Beschlag. Und ja, jetzt seht ihr gleich was richtig Schönes. Ein MX110 mit Pflegebereifung. Und das sät sogar richtig gut. Nice. Nice, nice, nice. Das funktioniert. Da bin ich ja gerade begeistert. Ja, es kommt Gras an. Das ist sogar der zweite Hackdurchgang, den er macht. Das erste Mal hat er schon mit Dünger. Aber nicht mit dieser Hacke, sondern mit einer Düngerhacke. Schön ist er nicht. Was? Der Trigger. Na, soll ich machen. Aber zweckmäßig, ne? Aber knapp. Sieht man das? Das klappt ziemlich gut. Voll cool. Ab und zu kommt das Antriebsrad an den Zinken, aber ist das was weicher. Und eine Scheibe hat der Junge mir verloren gebracht. Naja, egal. Find sich wohl Ersatz. Aber es funktioniert. Ist doch schon mal was wert. Auch der Antrieb hier, das läuft. Ja, fein. So. Ja, heute hat Papa alles geschwadet. Ich habe Hofdienst gemacht. Aber eben gucken, was er so gemacht hat hier. Sieht doch gut aus.
Ja, hier ist das so, dass wir es gleich gewendet haben. Wenn man da hinten, da geht es dann noch tiefer, dann wird es dann richtig nass. Da hinten fährt Papa auch irgendwo. Sieht man, glaube ich, nicht auf der Kamera. Ja, hier ist halt ein Moor, ne? Hier vorne geht das alle noch. Aber wird da hinten nicht schöner. Aber mit dem Seitenschwader kann man das schön wegholen von den Löchern. Ja, guck. Da können wir es morgen häckseln. Ich habe heute nämlich Silo abgedeckt. Also die Rampe, das, da wird wieder vorgeschoben und so weiter. Ja. Muss auch einer machen, ne? Aber ist nicht schlimm. Hier kann man es schön sehen, dass es hier auch nasser ist. Was hat von Samstag, haben wir geguckt, bis jetzt gewaltig abgetrocknet. Also hier kann so eine Stelle sein, wo es noch... ja. Diese ganze Wiese und die daneben, das ist alles kriminell. Aber soll wohl hinhauen. Ich bin da guter Dinge. Wir haben das schon schlimmer gehabt. Ist dann doch warm, wenn man... Eigentlich ist es gar nicht so warm, ist auch noch schön Wind dabei, aber wenn man damit den ganzen Tag mit der Hand was tut, dann ist es doch warm. Nicht mies, aber geht. Ja, eben mit dem Fan los. Guck, den Opa-Part. Nee, ich dachte eigentlich, ich müsste ihn noch ablösen, aber hat er gleich schon fertig. Da hinten werden noch Ballen gepresst und morgen wird hier dann gehäckselt. Mal gucken, vielleicht sehen wir noch den Bambi mit dem Schwader. Bisschen dreckig ist der Schwader. Aber ja, was willst du erwarten? Hier habe ich noch mal eine Wiese gestreut heute Vormittag, weil hier doch dicker Gras saß. Ja, das ist gut. Unten ist halt noch feuchter. Obwohl ist schon wieder gut getrocknet. Tjo. Das ist, glaube ich, das letzte Stück, dann hat das fertig. Jetzt kommt noch einmal hier herrlich 6830 Sound. Der läuft einfach noch ein Stück ruhiger und besser drüber wie die anderen beiden Trecker. Luftdruck aus Reifen. Dann geht das super. Aber hier musst du weg, ey. Hier sind immer die Bremsen und oder wie sie auf Hochdeutsch heißen. Auf Plattdeutsch sind da blinde Mücken. Die zerstechen dich hier immer im Moor. Es sei denn, du hast Antibrummen drauf oder Diesel. Liegen. Die nassen Stücke haben wir alle weg. Weil morgen sind wir schon um 6 Uhr angefangen. Jetzt ist das so Richtung 10:30. Die hofnahen Stücke fahren wir jetzt mit zwei Krampelkipper weg. Überhaupt keine Distanz zu bewältigen. Zu bewältigen.
Zellen. Ich überleg mal. Der erste Silo ist voll. Da war auch der erste Schnitt schon drauf. Und wir sind jetzt den zweiten angefangen. Da kommen jetzt noch ungefähr 6 Hektar drauf. Und bleibt da halt schon nicht, wo jetzt schon am Weizen ist. Ja, das meine ich. Eben ankippen, dann kann man hier auch auf engsten Hochflächen, so wie unser halt ist, kann man mit dem Kipper schön da dran kippen. Ja, so ist das. Da wird gefüttert, hier wird gesiliert, da wird Milch produziert. Ja, heute soll es auch lecker warm werden, bis 30 Grad. Ja, ist man so, ne? Vielleicht muss man heute noch mit einer Heu pressen. Da habe ich was von gehört. Ja, aber erst nach Asuno zudecken. Dann sehen wir weiter. So, hier haben wir noch 1 Hektar Mais, das ackern wir noch. Dann sind hier noch 5 Hektar und noch ein Stück am Haus, 1 Hektar. Und mal gucken. Falls ihr euch fragt, warum haben die Kranken da ein Spritzfass vor? Es kommt vor, wenn das Gras richtig trocken ist und zuckerhaltig, dass der Häcksler sich von innen mit Zucker vollsetzt und dann irgendwann ist das Ganze dann blockiert. So, und da hat man vor Jahren, haben wir dann ausgetüftelt, da müssen wir Wasser mit reinjagen, dann ist das kein Problem. Und ich glaube mittlerweile die neuen Gras Jaguar, immer wenn man die Pickup anhebt, kann der dann den Übergabeboden nass machen oder so. Auf jeden Fall haben wir vorne an der Pickup so einen Balken, habe ich gebaut, der das da benetzt oder ja, ein bisschen nass macht. Und da ist das angelöst und geht sauberer mit durch. Und um den nachzufüllen, haben wir halt so ein 600 Liter Spritzfass mit im Sommer. Um da irgendwie jetzt möglichst keine Standzeiten zu verursachen. Früher ist mein Papa da wohl mit 1000 Liter IBC-Fass hinterhergefahren und hat das voll gemacht. Ja. So im Sommer 2015, da haben wir das erste Mal gemacht, weiß ich noch wie gestern. Und das war noch ein 58-50 Hexler und seitdem hat sich das halt etabliert. So. Hoffentlich kann ich noch filmen mit meinem Akku. Passiert nämlich jetzt was Außergewöhnliches. Ich werde ein bisschen Gülle fahren. Silos sind zu, ich war noch zur Firma hin, Trecker fertig machen und so. Jetzt ist Melkenszeit und ein bisschen Gülle fahren soll noch, damit vor dem Regen noch möglichst was rauskommt. Ja. Lang nicht mehr mitgefahren. Nebenbei kann man auch prima Rinder füttern. Habe ich schon fertig. Ach hier, warum schiebt ihr denn immer alle weg? Ich habe schon 2 Fass weg. Geht auch ganz gut. Nur ich muss mich hier mit dem kleinen Schlauch voll machen. Den großen hat er hinten im Boxenlaufstall. Und da ist sowieso nur 5 Fass drin oder so. Passt wohl. Ist aber nervig, dauert. Unspektakulär. Mach 540 Umdrehung, 550 Umdrehung, Vakuumpumpe fahre in A4, das sind 4,5 km/h und bring dann so meine 20 Kubikmeter aus. Wir fangen eigentlich immer auf diesem Stück an
Wenn man einmal hoch und runter schafft mit 15 Meter Arbeitsbein, dann hast du 20 Kubik. Da richten wir uns dann dran. Wenn es auf 1 Kubik kommt, uns das nicht ab. Aber in etwa. Ja, und dann habe ich gerade überlegt, ich hätte mir auch das Starfire drauf bauen können. Autotrack. Für Parallel Tracking. Aber Schiene war drauf. Ich habe ziemlich. Ich treffe eigentlich wohl. Habe ich gerade geguckt. Wenn ich einen Punkt habe, wo ich gucken kann, dann gucke ich einfach nur nach vorne und fertig. Jo. Eigentlich nichts Spannendes. Wird bestimmt noch irgendwann langweilig, aber ich mache das ganz, ganz selten nur. Und darauf freue ich mich, wenn ich das auch mal machen kann. Und ich liebe ja einfach diesen Trecker, ne? Das ist einfach ein tolles Teil. So, jetzt komme ich hier gleich am Vorgewende an. Von diesen Schlöten sollte man vorsichtshalber ein bisschen respektvollen Abstand halten. Mal hier Schieber zu, Zapfwelle aus, Gestänge hoch, Lenk dabei schon ganz rum. Mach das Gestänge hinten hoch, damit nichts in den Schlot tropft, so dass die Schuhe ein bisschen nach oben gucken. Dann peile ich hier wieder was an. Ja, so. Und irgendwann gleich stirbt mein Akku. Kann ich wohl mit euch wetten. Dann die Schuhe wieder runter. Zapfwelle wieder auf. An. Schieber auf. Und Schuh. So, wird's gemacht, ne? Das ist coole Fahrt auf Grünland. Nichts Besonderes. Fast mit Vakuumpumpe. 15 Meter Bombenkramer gesteckt. Haben wir diesen Frühjahr die Cutter komplett general überholt. Neue Messer, neue Drücker, alles drin. So. Läuft also wieder schön geschmeidig. Ja, was kann ich noch erzählen? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Naja. Hier das saftig Grüne, sieht man den Unterschied zwischen dem und dem. Das hier ist alte Narbe und da das saftig Grüne, das haben die Jungs, mein Bruder und Papa, nach dem ersten Schnitt nachgesät. Und wo das so saftig grün ist, da stand nichts. Und wo nichts steht, da ist tatsächlich neues Gras aufgelaufen. Und wo ein bisschen Gras stand, ist kein neues Gras aufgelaufen. Das haben wir aber schon die letzten Jahre gesagt. So was die Leute meinen, 10 Kilo nachstiegen oder so, das ist alles für die Katz. Also das kannst du hinschmeißen, kannst du auch lassen. Nur da, wo nichts ist, wird das neue Gras auch was. Weil sonst tut das alte Gras nach links und rechts sich ein bisschen stocken, expandieren. Zack, hat das kein Licht mehr und kommt nicht mehr. Also dieses Nachsäen mit 10 Kilo und so, das braucht die mir nicht mehr erzählen. Ich glaube das nicht mehr. Weil wir haben hier immer weiter gesät wie das Loch. So, beim Einklappen, ich tue die Schuhe hier ganz hoch mit der Falltaste. Dann habe ich hier so ein Seil. Zack, ist die Pumpe auf Saugen. Beim Einklappen kann ich hier einfach drücken und er kommt zusammen. Beim Ausklappen muss man sicherheitshalber Pfeil nach oben drücken und ausklappen, also links von meinem Daumen. Jetzt warte ich. Klack, klack. Klack. Und dann kann ich wieder zum Hofeier. Kaum ein bisschen Reifen befüllen. Drücke ich auf Straße und zack, fängt der Kompressor an zu laufen. Hört man das? Das ist der Reifendruckkompressor da unter der blauen Tonne. Ich lasse den jetzt nicht immer ganz wieder voll. Bis ich beim Keller bin, lasse ich den rödeln. Dann ist er ziemlich da, wo er hin will mit den Drücken. Und stelle ihn halt wieder aus. Muss auch keine Distanz überwinden, von daher ist das kein Problem. So, das mit dem Pressen, das ist heute kläglich gescheitert. Da haben wir dann Silo gehäckselt und auch das war nicht so schön anzusehen und ein bisschen anspruchsvoll. Darum habe ich das auch nicht gefilmt.
ist das doof, wenn man keinen Sprint mehr hat. So, Sprint. Sprint. Jetzt wollen wir noch einen Sprint mehr. Naja, irgendwas soll ich wohl finden. Hier sehe ich da auch noch was. Passt das? Nee. Weil ich musste den Packer modifizieren. Hier ist gerade keiner drin. Doof. Hier an der heiligen Wand hängt da was. Ja, tatsächlich. So, ich musste den Packer modifizieren. Der lief nicht gut hinterher, habt ihr auf Instagram gesehen. Wer mir folgt da. Wer nicht, der sollte es natürlich tun. Weil ab und zu so ein Schnappschuss-Video, das lade ich da ja hoch. Folgendes war das Problem. Der Packer lief zu weit zur Furche, so wie ich es auch schon geahnt hatte. Und nur habe ich das da modifiziert. Oberlenker dran zum Verstellen. Das baue ich jetzt mal hinter den Flug und dann gucken wir uns das an. So, Affe können wir eben abstellen. So, ich kann jetzt also zack hier den Packer zur Seite schwenken. Ja, geht sogar. So wie ich es brauche. Tropfen Öl noch dran. Das war auch nicht viel, was ich musste. Aber es war ein Teil. Ich denke, so passt es schon. Seht ihr das? Das ist ja schon 20 cm rüber. Ja, so ist die Hoffnung, dass es jetzt gut läuft. Ganz schlecht hat es sowieso nicht gelaufen. Aber bin da ja Perfektionist. Wisst ihr ja. Naja, wir werden sehen. Vielleicht probiere ich es gleich noch aus. Klappt auf jeden Fall schon mal. Freitag war Erik hier, er sagte, mach das doch hydraulisch. Ja, hätte ich machen können, aber Oberlenker war vorhanden. So ist das. Sonst mit dem Galgen und so, das ist das ganz gut. Das funktioniert auch. Das hat heute den ganzen Tag eigentlich geregnet. Und abends scheint dann die Sonne. So. So sieht's aus. Das läuft eigentlich sehr gut hinterher. Erik und ich sind da ja letzten Freitag auch schon mal mit zu dem Stück gefahren. Ist vom Kumpel, der hat da schon Rindergerste ab und da dürfen wir das freundlicherweise testen. Lieben Gruß an Gerrit an dieser Stelle. Wie ist der jetzt falsch? Ich mache ja jetzt ich. Ja. So, wenn das jetzt gut läuft, dann kann das ganze Berg mal geschliffen werden und in Farbe gesetzt werden. So sieht so eine Kurve aus. Also es geht mit dem Nachlauf. Ich filme gleich nochmal in der anderen, in der Linkskurve. Da sieht es noch ein bisschen gefährlicher aus. Aber es ist eigentlich gar nicht so unangenehm. Vor allem braucht man den Packer nicht vorne drin oder so. Der hat seine eigene Achse. Ich habe überhaupt kein Gewicht dran. Und dennoch hat der Trecker überhaupt nicht das Bedürfnis zu steigen. Klar, wenn man richtig damit fühlt, dann macht man vorne natürlich Gewicht dran, ne? Keine Frage. Ja. Kartoffeln stehen gut, da hinten steht Wintergerste. Hier ist reif, hab ich ja schon gesagt. Oder? Auf jeden Fall, wenn das nächste Mal drei Tage Sonne ist, ist die Wintergerste fertig. Ich hoffe, dass kein Auto kommt, dann kann ich das nämlich mal schön zeigen. Sieht gut aus. Blinker. So, hier ist Wintergerste. Sieht man, ne?
eigentlich ganz interessant. Also auf der Achse geht es auf jeden Fall leichter zu drehen, ist ja auch klar. Die Ringe, die haben ja viel mehr Widerstand. Auf der Achse, wenn der aufgesattelt ist. Das ist auch überhaupt kein Problem so. Es geht ganz einfach. Tropfen Öl habe ich natürlich wieder vergessen. Hoffentlich reicht der Schwenkbereich. Kommen wir gleich hinter, ne? Das sieht gar nicht so schlimm aus. Nur die Kirsche auf der Torte, oder wie sagt man? Die fehlt. So, ich glaube, ich höre jetzt mal auf. Da haben wir noch ein bisschen nachzusetzen. Nicht gleich aufs Ganze gehen. Hup. Ja, so sieht es dann aus. Wie gesagt, hier waren wir schon ein bisschen zu spielen. Und man sieht das vielleicht, hat jetzt zwar drauf geregnet ein paar Tage lang, aber der rutscht hier fährt er noch ganz oben drauf und dann rutscht er in die Furche. Das versuche ich jetzt zu verhindern. So, ziehen am Steuergerät, der Packer senkt sich ab. Achse hoch. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus, als wenn er den Knick hätte. Was es ja auch hat. Eins hatte ich nicht bedacht, ob der Flug jetzt noch darunter durchschwenken kann. Können wir gleich ausprobieren. Kleinen Gang. Und jetzt einfach mal rund. Oh, passt noch. Alles klar. So, dann wollen wir mal testen. Wir fangen erstmal an in der vierten Ackergruppe. Dafür ist der Acker auch gedacht. Wir sind hier ein bisschen dran lang geschaukelt. Ist ein bisschen schief. Allrad hätte natürlich auch einen Vorteil. So, es läuft. Man mag es nicht glauben. So soll es sein. Ja Leute, so kann man mit dem Windflug auch fliegen. Kein Problem. Das ist durchaus was, wo ich mich dran gewöhnen könnte. Der schnurrt damit, das ist Wahnsinn. So. Da kannst du richtig gut mitarbeiten mit diesem Trecker. Es ist immer wieder schön. Obwohl er so alt ist. Das hier ist Beetflug, ne? Ein bisschen OKF auf dem Vorgewende. Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt der Anschluss passt. Der hat nämlich sonst nicht gepasst, weiter. Ich würde mal behaupten, so rum ein Beet zusammenschlagen ist einfacher als ein Beet auseinanderschlagen. Weil der Packer ja keinen Weg machen muss. Jo, der Anschluss passt. Hundertprozentig läuft das. Ein Gedicht. Super Anschluss. Jetzt läuft's. Weiter war der Akku von der Kamera mal wieder spontan leer. Ich habe jetzt den anderen drin, der funktioniert besser. Da konnte mir leider nicht filmen und jetzt habe ich keinen, der von außen filmen könnte. Das soll ich gleich mal hinstellen, wa? Aber das macht Spaß, also das kannst du gut tun. Natürlich, Wildflug bleibt Wildflug, ne? Braucht man gar nicht drum zu reden, aber... Scheiß doch drauf, das macht doch auch Spaß. Was mit dem Ein- und Aussetzen, das haben wir hier noch nicht so gut hingekriegt und so weiter, aber... Mein Gott, das ist doch top. Da kann man mit arbeiten. Hat mir auch nicht viel Geld gekostet. Das Ganze.
Ja klar, ein bisschen, aber naja. Ne, das freut mich mal wieder. Aus ein bisschen Sheet mal wieder was basteln. Hat auch noch funktioniert. Und dann für die Amelie. Macht mich glücklich. Stoppeln und fliegen, das macht zwar heute kein Schwein mehr, aber was soll's. Ne, das klappt, Leute. So, jetzt kommt ihr nochmal aufs geflügte Land. Aber ist das gerade die blöde Seite? Das ist gerade die blöde Seite mit der Sonne. Na, dann kommt ihr gleich dahin. Kann sich sehen lassen. Fein, fein. Wollen wir mal messen, wie tief wir so sind. Ja, Flugtiefe, 25 cm. Ist ein bisschen tief jetzt, was soll's. Ist ja auch nur zum Testen, aber das kann sich doch sehen lassen. Ist doch kein schlechtes Land. Gut, dann guckt euch eben an. Ist doch cool, oder? Ich finde es irgendwie cool. Riesenapparat. Aber läuft. Dafür, dass alles so alt ist. Macht doch Spaß. Ja. Ich würde sagen, das kann in Farbe und kann auch mal benutzt werden, wenn sich die Zeit ergibt. Ich habe es jetzt auch mal im ersten schnell probiert, so wie Erik das tut. Gleich die Tür zu, Feld zu. Lenkrad. Und Kajoki. Das fällt ihm auch gar nicht schwer. Und mal hochschalten. Geht auch. Aber dann wird es schon haarig hinten. Dadurch, dass die Flugkörper so steil angestellt sind. Nee, so ist okay. Müsste jetzt auch seine 8 km/h halten oder 7,5. Und das ist ja auch nur ein 70er Packer, der soll ja auch drücken. Ja. Aber das Prinzip läuft und das freut mich schon. Ja, wunderbar. Da mal geil nach Hause hin, Feierabend. Und dann auf einem anderen Tag kann das Ganze dann in Farbe. Ich wollte euch gerade den Vlog schneiden. Ich habe gar keine Verabschiedung. Schlussszene. Kurva. Naja, gehe ich dann auch eben wieder hin. Ich habe das nämlich hier in die Halle gestopft. Das Ganze gespannt. Ja. So, guck, passt hier rein. Dann kann ich es jetzt nächste Woche abends oder so mal lackieren, falls noch kein Getreideernte ist. Dann kann das weggestellt werden und mal benutzt werden. Weil vielleicht kommt auch irgendeiner, der es unbedingt haben muss. Keine Ahnung. Ja. Jetzt will ich den Vlog noch schneiden, damit ihr was zu gucken habt. Bin sehr zufrieden mit allem, wie es so geklappt hat. Das hat alles ziemlich gut hingehauen mit Grasernte und sowas.
Haben wir noch echt Glück mit gehabt. Ja. Hiermit bin ich gut zufrieden. Damit bin ich gut zufrieden. Damit auch. Ja. Soweit, so gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tut nicht so viel.